Dies ist nur auf den ersten Blick eine ganz normale Verkehrssituation. Denn Achtung, gleich wird hier ein Auffahrunfall provoziert. Eine üble Falle für arglose Autofahrer. Die Täter, ganz gelassen, skrupellos. Eine ähnliche Falle wurde auch ihr gestellt. Erstmal gar nichts. Wirklich nur gedacht, das kann nicht sein. Das war das Einzige, was mir eingefallen ist in dem Moment. Und das habe ich auch zu meinem Mann gesagt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Provozierte Unfälle. Ein gewaltiges Geschäft für Betrüger. Auf Kosten von allen. Hat er überhaupt in keiner Weise hat ihn das irgendwie interessiert. Wie funktioniert der Betrug mit manipulierten Unfällen? Wie kann man den Tätern überhaupt das Handwerk legen? Und was tun die Versicherungen gegen das Geschäft mit dem Crash? Der Geschäftsmann Hans-Jürgen Wiesner war viel im Ausland unterwegs, auch in gefährlichen Ländern. Seine Besonnenheit hat ihm oft aus brenzligen Situationen geholfen. Umsichtig handeln, das ist ihm zur zweiten Natur geworden. Hier in gewohnter Umgebung glaubte er sich bisher sicher. Ich war auf dem Weg zum Friedhof. Die Schwiegereltern sind in dem Nachbarort begraben und ich wollte einfach nur mal nach dem Rechten schauen. Für ihn, den umsichtigen Fahrer, ein vertrauter Weg, ohne jede Gefahr. Ja, da war eine Rechts-vor-Links-Situation. Ein Auto stand, hätte Vorfahrt gehabt, stand aber. So, und so habe ich gedacht, na gut, dann habe ich die Geschwindigkeit verlangsamt und wollte dran vorbeifahren. Wenn der andere seine Vorfahrt nicht nutzt, dann kann ich fahren, dachte sich Wiesner. So, hier war das. Und zwar ist das diese Kreuzung gewesen. Klassische Rechts-vor-Links-Situation. Und der stand mit seinem Fahrzeug hier ungefähr. Als ich hier auf dieser Ebene, auf dieser Höhe war, da hat er mich erwischt. Er ist also mit Vollgas von hier aus direkt ins Hinterrad gefahren. Hans-Jürgen Wiesner wurde Opfer einer sogenannten Vorfahrtsfalle. Ein Klassiker im Repertoire der Unfallbetrüger. Das Auto vor ihm hat Vorfahrt, rechts vor links. Wiesner hat alles genau im Blick. Weil der andere sich nicht rührt, fährt Wiesner langsam weiter. Darauf hat der Täter nur gewartet. Jetzt gibt er Gas, allerdings etwas zu spät. Er trifft Wiesners Auto nur noch am Hinterrad. Die Brutalität des Autocrashers macht Wiesner bis heute fassungslos. Ich gehe mal davon aus, dass man im Straßenverkehr fair miteinander umgeht. Und da kommt halt jemand aus der Seitenstraße, hat natürlich Vorfahrt, nimmt das nicht in Anspruch und fährt mir dann so volle Lutze da rein. Autocrasher. So heißen im Polizeijargon skrupellose Kriminelle, die unschuldige Autofahrer in Unfälle verwickeln, um abzukassieren. Er kennt sich aus in der Welt der Täter. Ralf König, Polizeikommissar in Wuppertal. Er wird uns in die Schattenwelt der Betrüger führen. Unfälle provozieren ist nämlich kein Bagatelldelikt. Es ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Es ist ein Verbrechenstatbestand. Insofern, das Problem ist eigentlich viel mehr in dem Bereich, dass man es nachweisen muss. Und da wir eben immer wieder die Problematik haben, bei vielen dieser provozierten Unfälle ist Aussage gegen Aussage. Und dann eben dem Täter nachzuweisen, dass er tatsächlich vorsätzlich gemacht hat, ist das Problem. Zu seinen Seminaren kommen Polizisten aus der ganzen Republik. Denn Ralf König jagt seit 27 Jahren Autocrasher. Kaum einer kennt die Handlungsmuster der Täter so gut wie er. In Deutschland ist Ralf König ein gefragter Experte für die Aufklärung manipulierter Verkehrsunfälle. Provozierte Unfälle bedeutet, der Täter fährt durch die Gegend, er sucht sich ein Opfer aus und dann versucht er, dieses Opfer vorsätzlich in einen Verkehrsunfall zu verwickeln, indem er sich nicht verkehrsgerecht verhält. Je nachdem, für welche Variante sich der Täter entscheidet,
ist überhaupt kein großartiges Problem, heutzutage einen Verkehrsunfall absichtlich in der Form herbeizuführen. Ein Beispiel. Das ist zur Verfügung gestellt worden von jemandem, der eine Dashcam hat. Das heißt, das Ganze beginnt jetzt hier mit seinem Fahrverhalten in diesem Industriegebiet. Ihr seht, es ist 20 nach 12. Da ist auch nicht mehr viel los in so einem Industriegebiet. Hinter dem Tankstellengelände führt er einen Bremsvorgang durch. Dann löst er die Bremse wieder. Und danach macht er eine relativ starke Bremsung. Es kommt zum Auffahrunfall. Die Täter fahren vorne weg, locken das Opfer immer dichter dran. Und jetzt geht er gleich in die Eisen rein und dann fährt er ihm halt hinten drauf. Die wissen schon, wie es funktioniert, letztendlich. Und das ist der Punkt. Der provozierte Auffahrunfall, auch ein Klassiker. Die Täter. 7000 Mal pro Tag wird die Polizei in Deutschland zu einem Unfall gerufen. Für die Beamten im Streifendienst Routine. Für die am Unfall Beteiligten wie diese beiden hier aber eine Ausnahmesituation. Kein Wunder. Statistisch gesehen hat jeder Deutsche nur alle 12 Jahre einen Unfall. Wer bleibt da cool? Wenn dann auch noch die Polizei kommt und einen als Verursacher. Unterwegs mit einem Mann, der jahrelang mit provozierten Unfällen sein Geld verdient hat. İsmet B. zeigt uns sein altes Jagdrevier. Die Menschen kommen von hier aus der Straße rausgefahren. Und die haben es eilig. Jeder hat es eilig, auf seine Art und Weise. Und hat das nie in Kauf genommen, dass hier rechts vor links ist. Ja, der eine kommt von da. Und İsmet kam von hier, wo wir jetzt fahren. Der andere kommt von hier, rechts vor links. Und hier hat es immer... Eine recht milde Strafe. Heute will İsmet vor Leuten, wie er selbst mal einer war, warnen. Und uns seine Lieblingskreuzung von damals genauer zeigen. Der wartet, der wartet. Ich, rechts vor links. Ich fahr weiter. Zweiter Unfall. Innerhalb von ein paar Minuten hätten wir jetzt... Natürlich, wenn ich dann noch richtig Geld verdienen will, lasse ich da jemanden stehen. Ein Anwohner hört interessiert zu. Telefon, Funkgerät, wie auch immer. Ja. Sag, jetzt kommt einer, fahr los. 1 von 10. Ja. Und wir haben Jackpot. Kommt Polizei. Polizei sagt natürlich auch noch selber, ja, rechts vor links. Ne? Die haben ja keine andere Möglichkeit. Die können nicht sagen, diese Geschichte war provoziert. Boah, hält auch an. Ich weiß gar nicht, warum der anhält. Lass jemand da stehen. Der kommt von da. Ich gebe auch richtig Gas und jeder Richter, jeder Polizist gibt mir recht und alles passt. Guck mal, die Holländer, die achten gar nicht da drauf. Die Holländer achten gar nicht da drauf. Warum hält der an? Warum hält der hier an? Ich fahr durch, rechts vor links. Ja. Jeder Richter gibt mir recht. So verdiene ich Geld. Dafür brauche ich gar nicht arbeiten zu gehen. Mach ich das dreimal im Monat. Habe ich Geld verdient und ich habe nichts dafür getan. Außer ein bisschen Spaß gehabt, nicht durch die Gegend zu fahren. Hier fallen sehr, sehr viele Menschen drauf rein, auf diese Kreuzung. Rechts vor links. Die nächste Unfallstelle. Durch diese Autos sieht man das nicht. Wer jetzt von da kommt und derjenige, der kommt und schon fast hier ist, der hat eigentlich verloren, ne? Das ist die Straße, das ist die Ecke, sehen Sie selbst, ja. Das ist der Wahnsinn. Man muss schon richtig langsam vorfahren. Die idealen Opfer sind natürlich ältere Menschen. Die brauchen Bremsreaktionen viel, viel länger als jüngere Menschen. Dann dieser Telefon, wenn der Kopf natürlich zum Handy geht, dann weiß ich ja, wo soll er sonst hingucken. Das geht natürlich zum Handy. Dann bremse ich einmal richtig abrupt ab, weil er sieht ja nicht, was ich sehe. Ich kann ja sagen, vor mir hat einer stark gebremst. Der hinter mir, der sieht das ja nicht. Verloren. Also Handy ist sehr, sehr tödlich beim Autofahren. Für denjenigen, der hinten auffährt, der hat natürlich die größte Arschkarte. Susanne Schumacher ist Beamtin. Von Berufs wegen ist sie es gewohnt, sich immer an alle Regeln zu halten. Und so fährt sie auch.
Und ich habe in den Spiegel geguckt, ich habe in den Rückspiegel geschaut, in den Seitenspiegel geschaut. Die Lücke war sehr groß. Ich habe geblinkt, ich habe nochmal in den Spiegel geschaut und bin dann langsam rübergezogen auf die linke Spur, um dann abbiegen zu können. Was war genau passiert? Hier noch einmal der Ablauf. Susanne Schumacher will auf die linke Spur wechseln. Sie hat alles genau im Blick. Im Rückspiegel und im Seitenspiegel sieht sie das Auto links hinter sich. Der Fahrer macht keine Anstalten zu überholen. Genug Platz also, um rüberzuziehen, denkt sie und blinkt. Wechselt auf die linke Spur. Darauf hat der andere, glaubt sie, gewartet, um dann ordentlich Gas zu geben. Er erwischt ihren Wagen hinten links. Den Aufprall kann sie bis heute nicht vergessen. Was haben Sie da empfunden in dem Moment? In dem Moment erstmal nur ein Schreck. Ein Schreck, weil ich mir ganz sicher war, dass ich nichts falsch gemacht habe und ich überhaupt nicht wusste, wo der Unfallgegner auf einmal herkam. 33 Jahre lang war sie unfallfrei gefahren. Und jetzt sollte sie schuld sein? Das habe ich auch dem Polizisten gesagt, dass ich es einfach nicht in Ordnung finde, dass ich jetzt als Unfallverursacher eingetragen werde. Aber er hat es mir erklärt. Es war ein sehr netter Polizist. Und er hat gesagt, wenn man die Fahrbahn wechselt, dann ist es vom Gesetzgeber her so ausgelegt, dass man dann Unfallverursacher ist. Was empfanden Sie dabei, dass Sie da als Verursacherin eingetragen wurden? Absolut ungerecht. Absolut ungerechtfertigt, weil ich mir absolut keiner Schuld bewusst war. Obwohl Susanne Schumacher weiter ihre Zweifel hatte, erstmal sprach alles gegen sie. Und sie hatte keine Ahnung, wie sie ihre Unschuld hätte beweisen können. Doch dann schöpfte sie neue Hoffnung. Denn ein anderer Polizist schaute genauer hin. Er zeigte ihr, was bis dahin niemandem aufgefallen war. Der Polizist hat sich den Schaden angesehen und hat dann gesagt, aufgrund der Rollbewegung des Reifens kann man sehen, wie mir der Autofahrer reingefahren ist. Und wenn man das sieht, diese Rollbewegung geht rechts rüber. Das heißt, er hat gegen mein Auto gelenkt. Wenn man den Reifen dreht. Der Mann hatte draufgehalten. Hatte den Unfall mit voller Absicht verursacht, glaubt sie. Das macht sie noch wütender. Man darf nicht einfach jemand anderem Schaden zufügen, um selber daraus einen Vorteil womöglich zu erlangen. Und würden Sie solche Leute bezeichnen, die sowas machen? Unglaublich dumm, selbstgefällig und gefährden andere Leute. Was aber können die Spuren, die an ihrem Wagen entdeckt wurden, wirklich aussagen? Ortswechsel. Wir sind bei einem vereidigten Kfz-Sachverständigen, Jochen Lehmkohl. Er bringt die Spuren zum Sprechen. Lehmkohls Expertise als Gutachter ist vor Gericht in ganz Deutschland gefragt. Er hat schon viele Täter überführen können. Durch vollen Einsatz und bisweilen mit unkonventionellen Mitteln. War zu zaghaft. Ja, das machen wir noch mal. Da sieht man, dass man schon das Bestreben hat, relativ früh auszulenken. Die Türleiste ist ab. Viel mehr ist für den Laien nicht zu erkennen. Doch Lehmkohl hat sie schon gesehen. Die typischen Spuren, die auch an Susanne Schumachers Wagen zu erkennen waren. Hier noch die Radantragsspuren, die sich also sichelförmig darstellen. Die jetzt noch etwas geschickter fotografiere, schön planparallel. Dann kann ich sogar auch hieraus noch die entsprechende Geschwindigkeit errechnen von dem Fahrzeug. Und sehr oft konnte er auch nachweisen, dass Unfallschäden vorsätzlich vergrößert wurden, um noch mehr Geld von den Versicherungen zu kassieren. So, hier haben wir jetzt das vermeintliche Verursacherfahrzeug. Und zwar haben wir hier an der Stelle sogenannte Kollisionswürmchen. Das kann man so mit dem bloßen Auge kaum erkennen. Das ist ein ganz sicheres Indiz für eine frische Spurenlage. Nehme ich jetzt mal kurz ab. Das ist ja ein unlackierter Stoßfänger. Und die Frage ist,
woraus bestehen diese Kollisionswürmchen? Was ist jetzt hier im Einzelnen angetragen worden? Und genau diese Spurenlage, also das, was ich hier habe, in Form von diesen Würmchen, das sollte bei dem Fahrzeug, was da angefahren worden ist, auch zu erkennen sein. Jochen Lehmkuhl hat die sogenannte Spurfixfolie erfunden, die von Polizisten im ganzen Bundesgebiet eingesetzt wird. Mit ihr kann er selbst mikroskopisch kleine Abriebe erfassen. Was aussieht wie eine Bakterienkultur, ist das sogenannte Kollisionswürmchen. Das, was wir hier auf dieser Klebefolie vorliegen haben, das ist eine Individualspurenlage, die stellt sich nur einmal an diesem einen Fahrzeug ein. Dadurch, dass ein anderes Fahrzeug dagegen gefahren ist und wenn Sie zeitnah sich quasi mit der Konservierung von diesem Sachbeweis auseinandersetzen, dann kann ich auch so wie im hier vorliegenden Fall noch nach einem Jahr oder nach zwei oder nach drei Jahren effektiv nachvollziehen, haben diese beiden Fahrzeuge sich berührt. Retuschiert. Solche Fragen beantworten ihm die Kollisionswürmchen. Ist es die Farbe von dem anderen Fahrzeug? Ist es möglicherweise doch die Farbe von einem Pfosten? Ist das Silber, ein Silbermetallic oder ist es ein Zink? Also der angezeigte Schaden ist vielleicht gar nicht durch ein silbernes Fahrzeug verursacht worden, sondern durch die Leitplanke. Jochen Lehmkuhls geschulter Blick wird später in diesem Film noch gefragt sein. Jeder von euch, der schon mal geschädigt eines Unfalls geworden ist, weiß im Grunde genommen, wie es funktioniert. 70-80% aller Geschädigten fahren heutzutage zum Sachverständigen, holen sich dort ein Gutachten ab und rechnen den Schaden auf Basis dieses Gutachtens bei der Versicherung des Unfallgegners ab. Das ist die sogenannte fiktive Schadenabrechnung, die völlig legal ist, aber für die Versicherungswirtschaft bedeutet, sie müssen mir den im Gutachten ausgeworfenen Reparaturbetrag auf mein Konto überweisen. Ich muss dieses Geld aber nicht... Zurück im Seminar von Ralf König. Er präsentiert die abenteuerliche Geschichte eines besonders dreisten Autocrashers. Im Jeep Cherokee hatte 18 Unfälle, 18 Auffahrunfälle, die provoziert wurden. Bei den 18 Unfällen hat er ungefähr 120.000 Euro von Versicherung bekommen. Eigenwert des Fahrzeugs 15.000, wenn es hochkommt, hat er noch 10.000 an Reparaturen investiert, an Ersatzteilen. Also schon mal locker fast 100.000 Euro bei den Unfällen verdient. Das Geschäftsmodell der kriminellen Autocrasher ist lukrativ und simpel. Ersatzteile vom Schrottplatz, dann billig reparieren und teuer abkassieren. Damit machen sie sehr viel Geld. Ein Beispiel. Eine neue Tür für diesen roten Renault kostet laut Gutachten die Versicherung einschließlich Lackierung und Leihwagen rund 1.600 Euro. Das geht in der Hinterhofwerkstatt deutlich günstiger. Mit einfachen Mitteln ausbeulen, mit ein bisschen Polierpaste auffrischen, fertig. Unterm Strich ein Reingewinn von 1.300 Euro, steuerfrei. In Deutschland wird niemandem vorgeschrieben, wie er sein Auto zusammenflickt, wie er den ausgezahlten Schadensersatz verwendet. Dieses System hat auch Ismet B. jahrelang dreist ausgenutzt. Heute packt er aus, um mit seiner Vergangenheit endgültig abzuschließen. Und mit den Komplizen von damals. Ich glaube, der letzte Verkehrsunfall von mir, wo ich mit verurteilt worden ist, glaube ich, 2002 oder 2003. Deswegen kann ich heute davon sprechen. Wenn ich wüsste, ich hätte noch offene Verfahren, glauben Sie mir, ich würde heute hier nicht sitzen. Wenn ich mit Ihnen eine Stunde jetzt durch Köln fahre, mache ich damit 20.000 Euro auf einen Schlag. Natürlich muss das Auto wieder repariert werden. Aber dafür gibt es ja Werkstätten, die machen das unter der Hand. Wir haben Lackierer, wir haben Monteure. Wir kennen ja alle. Und wenn ich einen Schaden von 20 habe, dann möchte ich natürlich schon so wenig wie möglich wieder investieren, damit ich dieses Auto wieder auf die Beine habe. Das muss man rechnen. Schaden 20, 5 muss ich investieren, um 15 zu behalten. Das habe ich in einem Monat 15.000 Euro verdient. Das ist doch Geld, oder? Davon mache ich jetzt 4 Stück im Jahr, habe ich 60.000 Euro. Das Auto ist bezahlt. Ich kann das Auto verkaufen für 20, gebe das als Unfallfahrzeug ab, sodass mir keiner was nachweisen kann.
habe ich 80.000 Euro verdient. Welche Rolle spielen die Sachverständigen in dem Geschäft? Bevor das Gutachten überhaupt anfängt, frage ich den, was schätzt du ungefähr, wie hoch der Schaden ist? Dann sagt er, ja, auf die Höhe gerechnet, kommt drauf das Wert des Autos auch an. Wenn mir es nicht passt, suche ich mir einen anderen Gutachter. Ich brauche den nicht zu bezahlen. Solange ich arbeite, brauchst du den nicht zu bezahlen. Suche ich mir einen zweiten und dritten. Den gibt man ein bisschen Geld. 200 für 2.000 mehr. 300 für 3.000 mehr. Das heißt, man bezahlt den Sachverständigen, damit er den Schaden höher setzt. Ja. Was sich zunächst anhört wie das großspurige Prahlen eines ehemaligen Autocrashers, scheint Realität zu sein. Das zeigt sich ein paar Tage später. An einem ganz anderen Ort, in einem ganz anderen Fall. Ermittler Ralf König ist einer Gruppe mutmaßlicher Unfallbetrüger auf der Spur. Einer der Verdächtigen, ein Porsche-Fahrer, hat nach einem Unfall ein fragwürdiges Gutachten vorgelegt. Er will über 25.000 Euro für einen Unfallschaden. Richtig viel Geld. König will der Sache auf den Grund gehen und sucht fachkundigen Rat bei jemandem, den wir schon kennen. Es ist der Kfz-Sachverständige Jochen Lehmkuhl. Ihm schildert König den Fall. Der Porsche-Fahrer behauptet, eine Autofahrerin habe seinen Nobelschlitten geschrammt. Und dabei ist er auch mit dem Fahrzeug nach rechts auf den rechten Fahrstreifen gekommen. Und dann hat es eine Kollision gegeben mit dem Porsche. Wenn das der Porsche hier ist, dann müsste der also linksseitig beschädigt sein. Und das hier wäre quasi die Verursacherin 01, die müsste dann also an dieser Seite. Das ist, passt hier überhaupt nicht zusammen. Also augenscheinlich passen die Schäden im Grunde genommen gar nicht zusammen. Passen, augenscheinlich, also nicht, genau, nicht, passen, nicht, die, nee, passen die schon so gar nicht zusammen. Und interessant wäre natürlich gewesen, ob die überhaupt mit diesem Ereignis in Verbindung stehen. Was aber hat ihn stutzig gemacht? Der Unfall hier ist von der linken Fahrspur abgekommen und habe dabei den Porsche geschrammt. Kann passieren. Der Gutachter hat dann alle Schäden am Porsche in einem Gutachten erfasst. Komisch nur, wie sollten diese Schäden entstanden sein? Die Schäden auf der rechten Seite des Porsches. Da konnte er doch gar nicht touchiert worden sein. Ein Versehen oder doch kriminelle Absicht? 10.000 Euro in Streifschaden, den habe ich in einer Hupenlackiererei. Und ich muss eine gebrauchte Türe für so einen Porsche kaufen. Da werde ich meine 500-600 Euro für bezahlen. Ich muss zur Lackiererei gehen, den Rest bezahlen. Der ganze Aufwand, wenn er 2.000 Euro kostet, dann muss er da viel für ausgeben. So, und dem gegenüber stehen 25.600. Das heißt, der reine Profit an der Stelle ist 23.000 Euro. Eine Menge Geld, auch für den Gutachter. Denn je höher der Schaden, desto höher ist auch sein Honorar. Da lässt sich mancher verführen. Das ärgert mich eigentlich so bei der ganzen Sache. Es gibt sehr viele Kollegen, also ganz bestimmt, die sehr neutral und wirklich ganz unabhängig solche Fälle bewerten, die auch sauber abrechnen. Und wenn man dann so ein paar schwarze Schafe im Stall hat, dann machen die einem das Leben wirklich schwer. Ein paar Tage später. Es ist 5 Uhr morgens und Ralf König hat es eilig. Er bereitet sich auf einen Außeneinsatz vor. Im Porsche-Fall. Königs Verdacht? In diesem Fall stecken alle unter einer Decke. Der Porsche-Fahrer, der Gutachter und die angebliche Unfallfahrerin. Einsatz mit Dienstwaffe und schusssicherer Weste. König will beweisen, dass sich alle kennen. Dass sie schon vor dem Unfall Kontakt zueinander hatten. Das würde seinen Verdacht erhärten. Den Verdacht, dass der Porsche-Unfall abgesprochen wurde. Das ist jetzt ein Einsatz, eine Durchsuchungsmaßnahme bei 3 beteiligten Personen bezüglich eines Ermittlungsverfahrens wegen manipulierter Verkehrsunfälle. Die Beamten hoffen, dass die Verdächtigen noch zu Hause sind, ihnen die Tür aufmachen. König hat noch 5 Kollegen hinzugezogen, denn er will 3 Wohnungen durchsuchen lassen, zeitgleich. Die Verdächtigen sollen keine Zeit haben, sich gegenseitig zu warnen. Keine Chance haben, Beweise verschwinden zu lassen.
Wir bleiben ab jetzt im Hintergrund. Keiner weiß, wie die Zielpersonen reagieren, wenn die Polizei gleich vor ihrer Tür steht. 2 Stunden später, zurück auf der Wache. Der Einsatz ist beendet. 3 Durchsuchungsbeschlüsse, 6 Ermittler im Einsatz. Und das ist die Ausbeute. Von nicht entmutigen. Wir haben 1990 angefangen, manipulierte Unfälle zu bearbeiten. Mit einer EK mit 5 Leuten. Wir haben nichts anderes gemacht. Da war ich schon damals dabei. 1990 habe ich angefangen mit dem Thema. So, in 4 Jahren, die wir komplett mit 5 Mann an dem Thema bearbeitet haben, haben wir jeden Tag alle Unfälle durchgeguckt, die in Wuppertal, Remscheid, Solingen passiert sind, haben die nach diesen Indikatoren rausgesucht. Nachtzeit, abgelegene Örtlichkeit und so weiter und so weiter. In den 4 Jahren. 5000 Unfälle weniger. Wenn das allein auf den Fahndungsdruck zurückzuführen ist, dann wäre das ein beeindruckender Erfolg. Heute muss er Bissart für skrupellose Autocrasher. Stundenlang hatte der junge Mann auf der Lauer gelegen und im Rückspiegel den Verkehr beobachtet. Geduldig wartet er auf geeignete Opfer. Dann gibt er Gas. Tatort Karlsdorf bei Karlsruhe. Sie ist nach dem Unfall sofort auf die Straße gelaufen. Der junge Mann wollte zu mir, wollte mir was sagen, aber ich war auf 180. Ich war auf den sauer, weil der hat nichts gehabt. Gar nichts. Wollte mir irgendwas sagen, habe nur zu ihm gesagt, geh weg. Ich tue dich 5 Stunden beobachten, was du machst. Geh weg, du wolltest, dass das passiert. Was aber war passiert? Von diesem Fenster aus hatte die Zeugin den Täter vor ihrem Haus beobachtet. Stundenlang habe er in seinem Auto gesessen und auf den passenden Moment gewartet. Dann hatte er seine Opfer gefunden, ein älteres Ehepaar. Nichtsahnend fahren sie auf die Falle zu. Als sie auf Augenhöhe sind, gibt der Täter Gas. Er schießt mit seinem dunklen BMW aus, über Stunden vom Fenster aus beobachtet. Als es krachte, lief sie sofort nach unten. Der Opa stand schon draußen. Mein Mann hat dann die Oma rausgetragen. Und die Oma hat ganz gerufen, bitte passen Sie auf meinen Mann auf, der hat 6 Bypässe. Wenn ein Kind im Auto wäre, ich weiß nicht, was da passiert, weil das Auto war von der älteren Leute, das war total Schaden. Der war reingedrückt, der war an dem Zaun da hinten. Wäre da ein Kind hinten gewesen, ich weiß nicht, was mit dem passiert wäre. Er hat es geschafft, den jungen Mann als brutalen Unfallprovozierer zu überführen. Auch dank der aufmerksamen Zeugin am Fenster. Martin Antoni, Polizeioberkommissar in Karlsruhe. Den Anschlag des BMW-Fahrers auf das alte Ehepaar hat er bis heute nicht vergessen. Also der BMW-Fahrer kam jetzt hier, wo die 3 Passanten laufen. Das ist diese Nebenfahrbahn. Sie sehen es auch hier an den Markierungen, was ja deutlich macht, dass hier an dieser Einmündungsschnittstelle rechts vor links herrscht. Die Seite rein, die Leute haben überhaupt keine Chance gehabt. Also hier kann man auch noch mal deutlich das gesamte Ausmaß und die Intensität des Verkehrsunfalls erkennen. Fahrzeuge sind schon sehr stark demoliert. Da hätte sonst was passieren können. Schwerste Verletzungen, tödliche Verletzungen von den Personen da drin. Das hat er überhaupt erledigt, und zwar massiv. Oder dass es sogar noch schlimmer kommt, dass sie sterben. Das alte Ehepaar wurde so traumatisiert, dass es bis heute darüber nicht sprechen kann. Der Täter, ein spielsüchtiger junger Mann. Er musste für 2 Jahre ins Gefängnis. Sie riskieren Leib und Leben ihrer Opfer. Dieser Ermittler will aus Eigenschutz nicht erkannt werden. Denn die Täter sind oft bandenmäßig organisiert und nicht zimperlich. Ich habe Familie, ich habe Enkelkinder, ich möchte mich bewegen können, ohne dass irgendjemand mich erkennt. Es gibt Organisationen, die das stabsmäßig planen, durchplanen, die dann einfach
festlegen, da und da soll es passieren, dann wird es in Szene gesetzt. Es gab ein großes Verfahren in Rheinland-Pfalz. Da ging es auch im Gesamtverfahren um 50 Millionen Euro. Mit über 7000 Schadensfällen, über 3000 Beschuldigte. Das war so richtig organisiert. Für jeden anständigen Autofahrer ist es ein unheimlicher Gedanke, als ahnungsloses Opfer auf den Straßen unterwegs zu sein. Im festen Glauben, dass auch alle anderen Unfälle vermeiden wollen. Ein Irrtum. Unbescholtene Autofahrer werden zu Opfern von Autocrashern und haben kaum eine Chance, ihre Unschuld zu beweisen. Und selbst mit guten Beweisen ist es schwer, Recht zu bekommen. Das musste auch Hans-Jürgen Wiesner erleben. Sein Unfallgegner ist als Autocrasher schon aktenkundig. Er hat den Geschäftsmann nachweislich in eine Rechts-vor-Links-Falle gelockt. Trotzdem brauchte Wiesner rechtlichen Beistand. Von Gundolf Beckmann, Fachanwalt für Versicherungsrecht. Denn der Schaden ist immer noch nicht beglichen. Obwohl Wiesner Opfer ist, stufte seine Versicherung ihn erstmal hoch. Jetzt hilft ihm der Anwalt, den Schlamassel aufzuräumen. Und da fehlen irgendwie noch ein paar Unterlagen. Aber ich denke mal, dass man jetzt, nachdem das schon seit 2014 läuft, dass wir jetzt in diesem Jahr zu einem Abschluss kommen werden. Zu 100% fangen wir jetzt an, aktiv Ihre Ansprüche zu verfolgen. Ihre Ansprüche, die Sie aus dem Unfallgeschehen erlitten haben. Inzwischen liegt der Unfall 3 Jahre zurück. Und immer noch ist nicht alles erledigt. Die Abwicklung raubt ihm Lebenszeit und Kraft. Bisher wurde ihm nur der Schaden am Auto erstattet. Ja, da ist einiges zusammengekommen an Schaden. Und zwar insgesamt in der Summe von, hier steht es, 12.582 Euro. Man hat den Ärger mit der Abwicklung. Man muss das Fahrzeug in die Werkstatt bringen. Man hat den Schaden, den man erstmal hinnimmt, dass man eine Rückstufung und die Eigenbeteiligung leisten muss, wenn die Kaskoversicherung eintritt. Natürlich der Schriftverkehr. Es ist alles Zeit, die verloren geht, um seinem Beruf nachzugehen. Ne? Unfallprovozierer leben auf Kosten anderer Leute. Gundolf Beckmann auf dem Weg zum Gericht. Ihn schalten Versicherungen ein, wenn Autocrasher ihre Forderungen auf Schadensersatz einklagen. Wenn Unfallbetrüger glauben, im Recht zu sein, dann verdienen alle Seiten Geld. Weiß auch der Versicherungsanwalt. Auf beiden Seiten lebt man davon. Also die vermeintlich Geschädigten, die Sachverständigen, die involviert sind, die Rechtsanwaltskollegen, die wahrscheinlich unwissentlich Schadensersatzansprüche an die Versicherung herantragen, aber natürlich genauso gut die Mitarbeiter der Versicherer, die speziell geschult sind. Auf Versicherungsseite wieder Rechtsanwälte, die solche Prozesse begleiten, Unfallanalytiker, die Gutachten erstellen, auch die leben davon, ja. Ist das schon so eine kleine eigene Branche? Das kann man so sagen, ja. Autocrasher verursachen dem Rechtsstaat Kosten. Wie hoch sie sind, hat noch niemand beziffert. Und oft werden manipulierte Unfälle nicht mal erkannt. Einschätzungen eines erfahrenen Anwalts. Also ich glaube nicht, dass es ein kleines Problem ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist ein großes Problem. Und wir reden ja über einen Bereich, den man vielleicht auch nicht wirklich benennen kann. Wie hoch ist die Dunkelziffer? Wie viel fällt der Versicherungswirtschaft überhaupt auf? Ortswechsel. Wir sind in Berlin. Hier sitzt der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Wie hoch, glaubt man hier, ist der Schaden, der jedes Jahr durch manipulierte Verkehrsunfälle entsteht? Stefan Schweder präsentiert die hauseigene Schätzung. Wir rechnen, dass in der Kfz-Haftpflichtversicherung etwa in je Milliarden Euro im Jahr leisten. Das tut natürlich dem Kunden auch weh, weil natürlich der ehrliche Kunde mit seinem Versicherungsbeitrag für diese Schäden aufkommt. Also es ist tatsächlich bei dem ganzen Phänomen Versicherungsbetrug, ist wirklich die Argumentation, du bezahlst mit deinem Versicherungsbeitrag das, was die anderen an Schindluder, an Versicherungsbetrug, an miesen Touren treiben, das bezahlst du damit mit. Und achte drauf, dass das nicht passiert. Achte drauf, dass dir selber das nicht passiert. Und das funktioniert, das verstehen die Leute. Die Versicherungswirtschaft gibt offen zu. Die Kunden zahlen die Kosten des Betrugs. Mehr noch, die Opfer sollen bei der Aufklärung helfen.
Samstagmorgen im Callcenter einer großen Versicherung. Hochbetrieb. Hat dann jemand touchiert oder wie muss Um Unfallbetrüger zu erkennen, gibt es eine Warndatei der Versicherungen. Dort wird jeder eingetragen, der fiktiv, also auf Basis eines Sachverständigengutachtens abrechnet. Doch die Datenbank hat Lücken, räumt sogar die Versicherungswirtschaft selber ein. Es wird auch nicht jeder fiktive Unfall hier eingemeldet, sondern man hat hier gesagt, ab einem bestimmten Schadenhöhe. Ja, sonst, sag ich mal, hätten die Leute in den Schadenabteilungen nichts anderes mehr zu tun. Also hier gibt es leider immer noch Möglichkeiten, das auch zu umgehen. Leider. Darf man wissen, ab welcher Höhe? Das darf man nicht wissen. Und so können Autocrasher über viele Jahre im Geschäft bleiben, ohne dass ihnen jemand auf die Schliche kommt. Manchmal ist es nur der pure Zufall, der ihrem Unwesen ein Ende bereitet. Es war eine Polizeikontrolle, die ihm zum Verhängnis wurde. Ismet B. flog auf, weil er die Polizisten belog und so die Aufmerksamkeit auf sich und seine vielen Unfälle lenkte. Eine Geschichte für sich. Heute hat er mit diesem Kapitel in seinem Leben abgeschlossen. Woran er einen mutmaßlichen Autocrasher erkennt? Am Auto. Passt das Auto nicht zu der Person? Dann kommen schon die ersten offenen Fragen. Ich würde hingehen als Versicherung, ich würde das mal kontrollieren. Sein Werdegang, feste Einstellung. Was verdient der? Lebt er bei seinen Eltern? Hat er eine eigene Wohnung? Weil wenn ich 2.000 Euro im Monat verdiene, da kann ich keine S-Klasse unterhalten. Geht gar nicht. Und somit weiß ich ganz genau, der Junge macht diese Geschichte, diese Unfälle, nur um sein Leben und seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Alles andere bringt gar nichts. Ralf König setzt weiter auf die Aufklärung seiner Kolleginnen und Kollegen, die im Streifendienst sind und jeden Tag Unfälle aufnehmen müssen. Er hat ihnen noch ein Beispiel mitgebracht. Nochmal, beim Provozierer ist es wesentlich schwieriger, natürlich einen Sachverhalt nachzuweisen, weil wir im Grunde genommen Aussage gegen Aussage haben. Aber manchmal hat man ja auch da Glück und bekommt dann letztendlich ein Filmchen geliefert. Das hier ist ein Parkplatz der Firma Rewe. Die Videokamera, die man hier sehen kann, hatte eigentlich den Auftrag, die Einkaufswagen gegen Diebstahl zu sichern. Es kommt auch noch Fahrzeug im Gegenverkehr, ist also wie gesagt alles problematisch. Die fährt jetzt gleich los. Er beschleunigt, er bremst ab und jetzt würde jeder anhalten. Zack, fährt er da rein. Erst die Zeitlupe zeigt, was auf dem Parkplatz geschieht. Hinten im roten Kreis, der auch nicht aufgefallen wäre. Wenn ihr keine Zweifel bei der Unfallaufnahme habt, ich vorhin schon mal gesagt, hat der Täter die erste Hürde in Richtung des vollendeten Betruges bereits genommen. Hat der Sachbearbeiter bei der Versicherung keine Zweifel, hat er die zweite Hürde genommen, die Kohle kommt aufs Konto. Und das ist der Startschuss, um weiterzumachen. Es geht nur darum, Regulierung, Regulierung, Regulierung. Und es gab mal eine Versicherungsgesellschaft, die hat sich damit gerühmt, dass sie der schnellste Regulierer Deutschlands sind. Ja klar, da gehen die Leute doch hin, die sagen, oh, da hast du ruckzuck die Kohle. Hast du schon mal irgendeine Versicherung gesehen, die damit geworben hat, wir bekämpfen den Betrug? Trotz seiner Kritik arbeitet Ralf König im Kampf gegen die Verbrecher weiter mit den Versicherungen zusammen. Aber auch dort fehlen, ähnlich wie in den Polizeidienststellen, oft die alten Hasen. Die riechen, wenn etwas faul ist. Ralf König ist seit 27 Jahren dabei. Er kennt fast alle Tricks. Und doch muss er manchen Täter laufen lassen. Das verfolgt ihn dann lange. Vorgestern den Fahranfänger, den ich da hatte, der eben in so einen Auffahrunfall verwickelt wurde, wo ich zu 90% sicher bin, dass er provoziert wurde. Ich kann es aber nicht nachweisen. Nur der kriegt die Nachbeschulung, der hat den eigenen Schaden an seinem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist aufgrund seines Geldmangels und Fahranfänger nur an Haftpflicht versichert. Das heißt, er hat einen Totalschaden, den kann er wegschmeißen. Das Auto ist weg. So, der kriegt die Nachbeschulung, kostet glaube ich 300 oder 400 Euro. Ja, der kriegt noch irgendwelche Punkte vielleicht und was weiß ich was. Alles Probezeitverlängerung, das gesamte Programm. Und kann eigentlich gar nichts dazu. Ein Video, das uns zugespielt wurde. Wer wird sich gleich schuld?
Tritt hier jemand mit voller Absicht aufs Gaspedal? Schwer zu sagen. Im Grunde hilft nur eins, um Unfallprovozierer wirksam zu bekämpfen. Also wenn die Politik letztendlich hergehen würde, würde die Möglichkeit der sogenannten fiktiven Schadenabrechnung abschaffen, dann wäre dem manipulierten Verkehrsunfall insgesamt der Nährboden entzogen. Dann würde das Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren, der Betrüger. Sagen wir mal, es wäre zumindest erheblich erschwert, weil man müsste dann unter Umständen mit gefälschten Rechnungen arbeiten, man müsste die Werkstatt mit ins Boot holen. Es wäre auch noch ein Betrug möglich, aber nur im begrenzten Rahmen. Unfälle auf Basis eines Gutachtens abrechnen zu können, öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. Wenn Versicherungen den Ermittlungsaufwand scheuen und der Polizei gut ausgebildete, erfahrene Experten für manipulierte Unfälle fehlen, dann haben Betrüger auch künftig freie Fahrt.